Das erste Mond-Starship könnte schon dieses Jahr auf dem Mond landen. Darüber hinaus gibt es jetzt ein erstes Konzept einer Mars-Mission mit Menschen. Virgin Galactic wird beschuldigt, ihre Crews wissentlich in Gefahr zu bringen und steht deswegen vor Gericht. Nach dem Fehlschlag ihres Jungfernfluges gibt es jetzt erste Ermittlungsergebnisse zum Eros-1-Unfall. Bevor wir aber zu diesen Themen kommen, schauen wir uns noch an, was mit den gestrandeten Astronauten auf der ISS los ist. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos meldete in einer Erklärung am Mittwoch, dem 18. Januar, dass sie die an die ISS gedockte Kapsel MS-22 etwas umräumen und ohne Crew zurück zur Erde holen werden. Stattdessen wird am 20. Februar die Soyuz MS-23, die für Mitte März geplant war, vorgezogen und vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation geschickt. Zwischenzeitlich sei es möglich, im Notfall oder sollte etwas mit der MS-23 sein, die MS-22 Crew an Bord der Crew 5 Dragon, die aktuell an die ISS gedockt ist, zurückzuholen. Damit sie im Notfall auch wirklich zu siebend in der Crew Dragon flüchten können, haben sie ihre maßgefertigten Sitzschalen in die Crew Dragon gebracht. Genaueres weiß ich leider auch nicht, das sieht aber sicher interessant aus. Platz ist auf jeden Fall genug da, denn die Kapsel ist eigentlich für 7 Sitzplätze entwickelt worden. Aber die aktuellen Crews bestehen aus 4 Leuten, also hat man auch nur 4 Sitze eingebaut. Ich wüsste nichts davon, dass SpaceX 3 Reservesitze in den Wänden versteckt hätte. Die Lage ist ernst, dennoch ist weiterhin weder die ISS-Besatzung noch die Station selbst in akuter Gefahr. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, dass das Thema der Dragon relevant wird. Was den Schaden am Radiator verursacht hat, ist weiterhin Gegenstand der Untersuchungen. Es ist jedoch schon klar, dass es sich theoretisch um 2 Löcher handelt. Eines mit 4 mm Durchmesser und gleich dahinter der eigentliche Schaden, der etwa 1 mm großes Loch an der Radiatorleitung ist. Dadurch kann die Crewkabine nicht mehr gekühlt werden. Der Einschlagwinkel stimmt jedenfalls nicht mit potenziellen Kandidaten aus den Mikrometeoritenfeldern, die uns bekannt sind, überein. Wenn das Projektil, das die Kapsel getroffen hat, groß genug gewesen wäre, dass man es tracken hätte können, würden wir jetzt über ein Desaster reden. Das hängt natürlich auch davon ab, mit welcher Geschwindigkeit, also mit wie viel Energie es aufgetroffen ist. Ein technisches Gebrechen wird aber im Moment auch noch nicht ausgeschlossen. Diese kleine Krise könnte jetzt die zukünftigen Crew-Rotationen beeinflussen. Um das zu verhindern, bleiben Sergei Prokopjew, Dimitri Petelin und Frank Rubio doppelt so lang wie geplant. Also ungefähr 370 statt 188 Tage. Währenddessen lässt sich die Besatzung nicht aus der Ruhe bringen und hat seit dem Vorfall schon 2 Weltraumspaziergänge durchgeführt, in denen sie unter anderem neue Solarzellen montiert haben. Und in der Station haben sie mit der Tomatenzucht begonnen. Tomaten, die dann der Crew zum Verzehr zur Verfügung stehen. Immerhin gibt es frisches Gemüse. Und jetzt zum Jungfernflug der RS-1-Rakete von ABL. Ich habe dir ein Video mit genaueren Details zu ABL in der Videobeschreibung unten verlinkt. Nach einigen Verzögerungen hob die Rakete schließlich vom Pad 3C des Pacific Spaceport Center auf der Insel Kodiak in Alaska ab. Das Ziel war es, 2 Kommunikationstechnologie-Demonstratoren für Omnitek in einen elliptischen Orbit zwischen 200 und 350 km Höhe und einer Neigung von 87 Grad zu bringen. Bei T-0 zündeten alle 9 E2-Triebwerke der Erststufe und die Rakete hob von der Startrampe ab. Dabei erreichte sie in etwas unter 11 Sekunden eine maximale Beschleunigung von 1,23 G und eine Höhe von 232 Meter, bevor die gesamte erste Stufe der Rakete einen Blackout erlitt, wodurch die Energie nicht mehr die kritischen Komponenten erreichte. Das führte dazu, dass kein Ventil mehr richtig funktionierte, was wiederum zum simultanen Ausfall aller Triebwerke führte. Danach stieg sie noch für weitere 2,6 Sekunden, ruhte kurz am Apogeum, bevor es wieder ohne zu taumeln beinahe gerade zur Startrampe fiel. So zumindest die offizielle Erklärung von ABL. Darin steht auch, dass die Rakete etwa 18 Meter neben der Startrampe eingeschlagen ist. Dabei hat die Druckwelle Schäden an den Leitungen, der Infrastruktur und dem Gelände hinterlassen. Beim Aufprall war die Rakete noch mit 95% des Treibstoffs beladen, was dazu beitrug, dass auch die nicht weit entfernten Integrationsgebäude inklusive aller Gerätschaften vollständig ausbrannten und den Flammen zum Opfer fielen. Scott Mandy hat diese Satellitenbilder von vor und nach dem Start zusammengestellt, die ganz klar Spuren eines Brandes aufweisen. Die ersten Untersuchungen unter der strengen Aufsicht der FAA haben kurz nach dem Start einen rasanten Temperaturanstieg im Triebwerksraum identifiziert, den sie auch optisch lokalisieren konnten.
Es soll in der Nähe der Versorgungsverbindung gebrannt haben. Der erste Blick hat auch gezeigt, dass kurz vor dem Stromausfall sukzessive einige Sensoren ausgefallen sind. Daher wird vermutet, dass sich ein ungewolltes Feuer in der Flugsteuerung ausgebreitet hat und zum vollständigen Versagen des Gesamtsystems geführt hat. Das neu eingesetzte Untersuchungskomitee wird es die Ursache für den Brand so präzise wie möglich identifizieren und Maßnahmen für die Zukunft setzen. Auf Twitter hat uns ABL bereits einen Blick auf die Raketen für Flug 2 und 3 gewährt. Obwohl sie keinen Orbit erreicht haben, haben sie doch einige wichtige Meilensteine erreicht und lernen sicher schnell daraus. Was ich an ABL besonders interessant finde, ist, dass sie irgendwie die Lieblinge der Air Force zu sein scheinen. Direkt hinter ABL steht der Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtkonzern Lockheed Martin, die extrem viel Erfahrung, Know-how und vor allem Ressourcen in diesem Bereich mitbringen. Trotz all dem hat der erste Flug den größten möglichen Schaden angerichtet. Das bedeutet natürlich Verzögerungen, die wir aber schon gewohnt sind in der Raumfahrt. Dafür sind Tests da. Bei Tests gibt es meiner Meinung nach Teilerfolge. Bei kommerziellen Missionen erfüllt man entweder den Vertrag und der Kunde hat seinen Satelliten im gewünschten Orbit oder nicht. Da gibt es keine Diskussion. Sir Richard Branson und seine Anwälte scheinen doch diskutieren zu wollen. Einerseits hat Virgin Orbit nach dem Fehlstart vergangene Woche öffentlich behauptet, dass ihre Mission, die kommerzielle Nutzlasten beförderte, ein voller Erfolg war. Hier möchte ich an den Punkt vorhin anknüpfen, denn bei Tests kann man durchaus Meilensteine feiern, aber wenn man ernst macht, dann sollte alles Hand und Fuß haben. Sonst verspielt man sich schnell das Vertrauen der Investoren, aber vor allem der Kunden. In zahlreichen juristischen Verfahren wird Bransons anderes Raumfahrtunternehmen unter Beschuss genommen. Die Kläger, die von Seiten der Investoren kommen, kritisieren Virgin Galactics Umgang mit Sicherheit und Effizienz. Für schlappe 417.000 Euro kannst du dein Leben in die Hand zweier Piloten legen, die alles richtig machen müssen, damit du den 10-minütigen suborbitalen Flug überlebst. Die Wikipedia-Seite von Virgin Galactic liest sich wie eine schmerzhafte, dunkle Komödie. 2014 kam ein Testpilot ums Leben und ein weiterer wurde verletzt, als die VSS Enterprise in der Wüste von Kalifornien abstürzte. Inzwischen ist das gesamte Programm mehr als 15 Jahre hinter dem Zeitplan und macht noch immer keine Umsätze. Einige Investoren verfolgen nun nach der Reihe von Verzögerungen rechtliche Schritte gegen Virgin Galactic und behaupten, dass angebliche Mängel am Schiff nicht ordnungsgemäß offengelegt wurden. Sie behaupten, dass Eve und Unity Prototypen waren und nicht für den regulären Raumfahrtbetrieb entwickelt wurden und sagen, dass ihre Behauptungen durch interne Unternehmensdokumente gestützt werden. In einem der im Dezember 2021 von Mark Kusiner und anderen Investoren eingereichten Fälle heißt es in der Beschwerde, Unity und Eve waren so klapprig, dass jeder Flug ihr letzter sein könnte. Nach jedem Flug traten Risse an Eves Flügeln auf und einige wurden nicht repariert. So sehr, dass ein Mitarbeiter von Virgin Galactic sagte, die Flügel sahen aus wie Spinnweben oder gerissene Eierschalen. Die Investoren behaupten auch, dass einige technische Ausfälle oder Probleme während der Flüge nicht ordnungsgemäß offengelegt wurden, was es Branson und anderen ermöglichte, Aktien zu künstlich überhöhten Preisen zu verkaufen. Virgin Galactic hat gesagt, dass es Sicherheits- und Designprobleme immer ordnungsgemäß offengelegt hat. Und es wird noch härter. In dem von Kusiner eingereichten Fall wird behauptet, dass einer der horizontalen Stabilisatoren des Shuttles Unity bei einem Testflug im Februar 2019 wie eine Tüte Kartoffelchips aufgeplatzt sei und dass es bei Bransons Flug an den Rand des Weltraums im Juli 2021 das Shuttle seine Gleitzone verließ und dadurch das Leben der Astronauten gefährdete. Virgin Galactic hatte Bransons Flug als perfekt bezeichnet. Ein Artikel im New Yorker vom September 2021 enthüllte jedoch, dass das Shuttle vom Kurs abgekommen war. Eine Richterin am US-Bezirksgericht in New York stellte im November fest, dass einige Aussagen von Virgin Galactic zu den Flügen im Februar 2019 und Juli 2021 wesentlich irreführend waren. Dabei hat Virgin Galactic noch gar nicht skaliert. Wenn sie wirklich einen Regenbetrieb anstreben, dann muss sich einiges ändern. Wünschen wir ihnen das Beste und dass sie ihren Kram wieder auf die Reihe kriegen. Ich halte dich hier in den News auf dem Laufenden. Die nächste Meldung kann ich irgendwie nicht ganz einschätzen. Sag du mir bitte in den Kommentaren, was du dazu denkst, was da dahinter stecken kann. Bin gespannt. Die USA und Japan haben diese Woche eine sehr interessante Vereinbarung unterschrieben. Der Titel verrät schon viel. Das Rahmenabkommen zwischen der Regierung Japans und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit bei der Erforschung des Weltraums und der Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper für friedliche Zwecke.
Das ist echt der Name dieser Rahmenvereinbarung. Vor allem im Hinblick auf die kommenden Artemis-Missionen möchte Japan nicht auf der Strecke gelassen werden. Mit dieser Vereinbarung haben sie sich einen Platz gesichert. Der Rahmen umfasst ein breites Spektrum gemeinsamer Aktivitäten zwischen den Ländern, darunter Weltraumwissenschaft, Erdwissenschaft, Weltraumbetrieb und Erkundung, Luftfahrtwissenschaft und Technologie, Weltraumtechnologie, Weltraumtransport, Sicherheit, Missionssicherung und vieles, vieles mehr. Der Titel deutet auch etwas an, das in Zukunft Gegenstand einiger Auseinandersetzungen sein wird. Und zwar nicht die Erkundung, sondern die Nutzung der im All vorhandenen Ressourcen. Idealerweise finden wir einen breiten Konsens, bevor irgendwelche Nationen mit dem Schürfen von Rohstoffen auf dem Mond beginnen. Die Vertreter der Nationen meinten in der Pressekonferenz, dass die Vereinbarung auf Diplomatie, Erkundung und Demokratie aufbaut und nur ungefähr die Richtung für die nächsten 10 Jahre vorgibt. Was kann da also noch schiefgehen? Bevor wir jetzt zur letzten und spannendsten Meldung der heutigen Ausgabe kommen, möchte ich mich noch gerne bei meinen Kanalmitgliedern und Patrons sowie zahlreichen Superthanks-Käufern bedanken, die dieses ganze Abenteuer hier ermöglichen. Wenn auch du helfen möchtest, Mars-Chroniken bekannter zu machen, damit ich euch immer bessere Videos produzieren kann, dann freue ich mich, wenn du ein Abo dalässt, das Video likest und mit deinen Freunden teilst. Wenn du noch mehr tun möchtest, dann findest du alle Infos zu Kanalmitgliedschaften, Patreon, PayPal und etc. in der Videobeschreibung unten. Danke dir. Aber jetzt zu den Mond- und Mars-Missionen. In einem Meeting des NASA-Beirats haben wir einige Einblicke in die Pläne der NASA für die kommenden Jahre erhalten. Hier die kurze Zusammenfassung. Artemis 2 soll aus jetziger Sicht Ende 2024 starten. Davor, also noch 2023, könnte möglicherweise schon ein HLS-Starship, also ein Mondlandestarship, zu Testzwecken auf der Mondoberfläche landen, um die Fähigkeiten zu demonstrieren. Und am allerspannendsten fand ich diese konzeptionelle Darstellung einer ersten bemannten Mars-Mission, worauf Folgendes zu sehen ist. Ein vorgeschickter 25 Tonnen schwerer Lander, der den Treibstoff für die Rückkehrkapsel, Energie für Mars-Operationen und Treibstofftransfer-Equipment zur Verfügung stellt. Dazu eine Rückkehrkapsel, die in der Lage sein soll, die erste kleine Crew wieder in den Orbit zu bringen. Die vierköpfige Crew wird in diesem futuristischen Mars-Transferraumschiff zum roten Planeten anreisen. Dort angekommen werden zwei der vier in einem bedrückten Rover landen, der den beiden dann auch gleich Heim und Fahrzeug sein wird. Nach 30 Tagen steigen sie in die Rückkehrkapsel und docken wieder an das Transferschiff, welches über einen nicht weiter spezifizierten Hybridantrieb verfügt. Wann das genau stattfinden soll, ist leider nicht klar, aber wenn die In-Orbit-Produktion von industriellen Komponenten in diesem Tempo wie jetzt voranschreitet, dann reden wir hier von Missionen, die Mitte der 2030er stattfinden könnten. Endlich! Nach über 20 Jahren hat Elon sein Ziel erreicht, dass auf der NASA-Webseite wieder konkrete Pläne für eine bemannte Mars-Mission zu finden sind. Was hältst du von dieser Sache? Realistisch oder nicht? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Mein Name ist Sirwan und das waren die Mars-Chroniken-News. Danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.